Was aussieht wie ein stylisches Reiseaccessoire, ist eine Verpackung mit wertvollen Inhalten. Der Bodenkoffer. Ausgestattet mit verschiedenen Mess- und Analyseutensilien, die aufzeigen, wie es um unsere Böden bestellt ist. Ja, das Thema ist einfach gewesen, die letzten Jahre, der Stress, was die Böden haben, einerseits durch die Hitzetage, dann wieder durch die Starkregen, das wirkt sich natürlich ganz stark auf den Boden aus. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema, dass wir auch den Boden bewirtschaften und wenn dann jetzt die schweren Maschinen drüber fahren. Es ist natürlich wichtig, dieses Gefühl nicht zu verlieren, sondern sogar eher wieder mehr Gefühl für den Boden zu entwickeln. Und das ist der Sinn, das ist der Zweck des Bodenkoffers, dass man den Leuten ein Werkzeug mitgibt, ein bisschen ein Gefühl wieder zu haben für das, was man unter seinen Füßen oder unter seinem Traktor hat. Konkret funktioniert der Bodenkoffer so. Mit dem Koffer kann man eine chemische, physikalische und biologische Analyse durchführen und dafür haben wir 10 Stationen entwickelt, wo das gerecht aufgeteilt ist und vor allem ein bisschen was dabei ist. Und man kann nicht früh genug damit beginnen, sich mit dem eigenen Boden zu beschäftigen. Ja, wer lernen will, wie man gesunde Nahrungsmittel produziert, der muss sich zwangsläufig mit dem Boden und den Vorgängen im Boden auseinandersetzen. Das wird ganz kompetenzorientierter Unterricht, so wie wir ihn brauchen. Der Bodenkoffer ist ein gefördertes Projekt von der LIDA-Region Oberinnviertel Mattigtal und stellt eine wertvolle Bereicherung für die Region dar. Wir haben den jetzt für unsere 37 Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt. Und da käme ich mit einem kleinen Unkostenbeitrag dazu, dass ich eigentlich eine umfassende Bodenbeurteilung machen kann. Und das, glaube ich, das kann auch für die Landwirtinnen und Landwirte wirklich der Bonus sein, da mitzumachen. Und der große Mehrwert dabei ist, dass Sie mit einer App Ihre Daten erfassen können und so einen guten Überblick bekommen über die Jahre, wie sich Ihr Boden verändert. Generell ist in den letzten Jahren vieles für unsere Böden in der Landwirtschaft unternommen worden. Mit dem Ergebnis, dass Winterbegrünungen, das Mulchsaaten, das Direktsaaten, das dementsprechendes Beobachten, wie ist denn der Boden in welchem Zustand, zu welchem Zeitpunkt zum Bearbeiten, schon sehr gute Früchte zeigt. Mithilfe des Bodenkoffers wird dieser erfreuliche Trend sicherlich fortgesetzt.